Herzlich willkommen zum Webinar Künstliche Intelligenz im Supply Chain Management. Ja, ich freue mich über die zahlreichen Teilnehmer, die sich hier uns nach und nach anschließen. Die Zahlen gehen gerade auch Stück für Stück nach oben. Ja, und wir freuen uns, Sie jetzt in diesem Thema in den nächsten 60 Minuten begleiten zu können. Und wir möchten mit einer kleinen Vorstellungsrunde beginnen, damit Sie auch Ihre Gastgeber kennenlernen dürfen. Und ja, zu Beginn möchte ich das Wort übergeben an meinen Kollegen Michael Herbst. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Ich sitze hier in Köln, bin einer der Partner von Unity, arbeite seit fast 15 Jahren für Unity, hatte die ersten Kontaktpunkte mit künstlicher Intelligenz in meiner Dissertation. Damals habe ich so komplexe mathematische Modelle gebaut, dass normaler Rechner nicht ausgereicht hat, um die zu lösen und musste KI programmieren. Vor 15 Jahren hat das noch keinen interessiert und alle haben gesagt, bleib mir fort damit. Aber das kommt mir natürlich heute zugute, wenn die Themen jetzt auch in der Wirtschaft ankommen. Benedikt, du bist auf Mute, glaube ich. Ja, jetzt passt. Herzlich willkommen von meiner Seite auch. Benedikt Albers, mein Name. Ich bin seit Anfang 2017 bei der Unity. Von meinem Studien-Background bin ich Wirtschaftsingenieur und hatte im Studium erste Kontaktpunkte mit KI und das jetzt in den letzten Jahren stärker ausgebaut. Sonst von meinem fachlichen Heimathafen bewege ich mich in Themen rund um Smart Factory und Operational Excellence und am Standort Köln unterwegs. Ja, dann nochmal ein herzliches Hallo von meiner Seite. Mehmet İlçin mein Name. Ich bin Teamleiter vom Kölner Standort der Unity AG, verantworte dort Projekte im Bereich Supply Chain Optimierung, Supply Chain Digitalisierung. Und ich bin seit 2013 bei der Unity AG und habe mittlerweile Erfahrung aus über 40 Projekten in Produktion und Logistik. Genau, einige technische Hinweise vorneweg. Wenn Sie im Verlauf des Webinars Fragen haben, dann teilen Sie uns diese gerne mit, entweder durch die Chat-Funktion, die Sie auf der rechten Seite Ihres Bildschirms sehen müssten, oder gerne auch zum Schluss. Wir werden am Schluss nochmal einen Slot vorsehen, wo wir offene Fragen und Antworten nochmal besprechen können und wir werden dann auch Ihr Mikrofon auch freischalten. Ja, wir haben Umfragen und Interaktionen mit Ihnen geplant und während des Webinars würden wir Sie bitten, an diesen Kurzumfragen auch teilzunehmen. Wir werden die Ergebnisse der Kurzumfragen dann auch unmittelbar danach sehen. Wir würden Sie auch bitten, am Ende des Webinars an einer Abschlussumfrage teilzunehmen. Sie werden dann am Ende des Webinars einfach eine Art Feedback-Formular aufpoppen sehen in Ihrem Bildschirm, an dem Sie dann auch teilnehmen können. Ja, und Sie brauchen nichts mitzuschreiben. Wir werden Ihnen selbstverständlich die Unterlage, die wir Ihnen jetzt zeigen, sowie die Aufzeichnungen, die Sie jetzt auch gerade sehen, natürlich dann auch im Nachgang zur Verfügung stellen. Ja, zur Unity selbst haben Sie wahrscheinlich auch schon den ein oder anderen Berührungspunkt gehabt, entweder durch unsere Homepage oder vielleicht auch durch den ein oder anderen Kontakt. Deswegen möchte ich hier nur kurz auf die Eckpunkte eingehen. Die Unity AG ist eine Managementberatung im Bereich Innovation und digitale Transformation. Wir haben aktuell 270 Mitarbeiter an 15 Standorten weltweit. Das Foto, was Sie gerade sehen, ist ein Foto von unserer Hauptniederlassung am Frankfurter, am Flughafen Paderborn und Lippstadt. Und ja, ganz neu am Markt sind wir auch nicht. Uns gibt es seit 1995. Das heißt, wir haben dieses Jahr unser 25-jähriges Bestehen. Ja, neben der Unity selbst gibt es weitere Unternehmen, die zur Unity Innovation Alliance gehören. Ich möchte gar nicht auf alle Unternehmen eingehen, sondern nur explizit auf die Next. Bei der Unity Innovation Alliance und bei den Partnern, die wir dort sehen, sprechen wir vor allen Dingen von Unternehmen, wo die Unity mehrheitlich eine Beteiligung hat und zum Teil sogar auch über Unternehmen, die auch aus der Unity hervorgegangen sind. Ja, die Motivation, die hinter dieser Partnerschaft steckt, ist im Grunde ganz einfach. Wir möchten unseren Kunden einfach eine umfassende Expertise im Bereich Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle, Produkte und Services bieten, angefangen von der ersten Idee und der Konzeption bis hin zur vollständigen Umsetzung. Und das können wir nun mit unseren Partnern auch bewerkstelligen.
Jetzt im Rahmen dieses Webinars ist vor allen Dingen die Next interessant, weil die Next, ja, weil die Next individuelle Kundenlösungen entwickelt und auch für die Kunden auch betreibt. Und wir werden auch im Verlauf dieses Webinars auch nochmal über das, ja, über ein Projektbeispiel auch sprechen, was wir gemeinsam mit der Next auch implementiert haben. Ja, die Agenda lässt sich in drei Teile gliedern. Zu Beginn haben wir die Fragestellung, was kann KI heute leisten? Und was wir machen werden, wir werden dort über die Entwicklung von KI sprechen, genauso wie über die Funktionsweise. Der zweite Aspekt, Herausforderungen im Supply Chain Management und Lösungen durch KI. Da geht es darum, welche Herausforderungen es im Supply Chain Management heute gibt und wie mit KI diesen Herausforderungen begegnet werden kann. Wir werden dort auf innovative Use Cases eingehen und dort auch Ihnen ja, unsere Projekte vorstellen, die wir mit unseren Kunden auch umgesetzt haben. Der dritte Abschnitt betrachtet die Erfolgsfaktoren für die Umsetzung von KI-Use Cases. Ja, neben den Erfolgsfaktoren werden wir noch einen Schritt zurückwagen und vor allen Dingen auch nochmal die Umsetzungshürden sprechen. Beide Themen sind sehr, sehr wichtig, um nachhaltigen Erfolg bei der Implementierung von KI im Unternehmen zu bewerkstelligen. Wir starten nun mit dem Kapitel, was kann KI heute leisten? Und da wird mein Kollege Michael Herbst nun weitermachen. Ja, danke, Mehmet. Wir gucken einmal in die Historie der KI. Seit wann gibt es KI eigentlich und was waren eigentlich die technologischen Breakthroughs, die wir da hatten? Das ist ganz wichtig, um zu verstehen, was heute passiert. Vorher möchten wir Ihnen aber eine Definition geben. Die Definition ist eigentlich, was sind die Dinge, die der Computer machen kann, die aktuell sozusagen vom Menschen getan wird und wie schaffen wir sozusagen all diese Sachen, die manuell getan sind, heute durch Computer augmentiert oder sozusagen ergänzt ist. Wir sind da relativ pragmatisch unterwegs, dass wir sagen, also alles, wo der Computer unterstützen kann, das sollte er unterstützen, das sollte man sich als Unternehmen zum Nutzen machen und nicht so viel drüber reden, ist das jetzt nun wirklich KI, ist das nicht doch ein Expertensystem. Also immer, wenn wir intelligente Fragestellungen, Problemstellungen oder Prozesse durch einen Computer abdecken können, dann ist das für uns als Unity KI. Wenn wir so ein bisschen zurückschauen, in der Historie, was so passiert ist, der erste Turing-Test 1950, das war die Frage, ist man überhaupt in der Lage zu erkennen, ob man jetzt mit einem Computer chattet oder nicht. Das waren so die ersten Sachen, die da passiert sind. Dann gab es diese Dartmouth-Konferenz, wo die ersten Leute sich zusammengerauft haben und gesagt haben, hey, wir müssen irgendwie uns damit beschäftigen, was ist eigentlich die Intelligenz, wenn man sie in den Computer steckt. Und der erste Chatbot, das wissen nicht ganz so viele Leute, den gab es schon 1966. Der hieß Eliza und das Spannende ist, Sie können das online ausprobieren. Also es gibt so einen Emulator, der sozusagen dieses Tool wieder zur Verfügung stellt, ist im psychotherapeutischen Kontext witzigerweise und der spricht mit Ihnen und was er eigentlich macht, ist der rephrase das, was Sie sozusagen sagen und stellt schlaue Rückfragen und modelt eigentlich, was die Therapeuten damals gemacht haben. 1969 ist eigentlich einer der größeren technologischen Durchbrüche im Bereich neuronale Netze passiert, der Backpropagation-Algorithmus. Das ist ein Algorithmus, der neuronale Netze trainiert auf eine neue, effiziente Art und Weise. Wir gehen nicht so ganz genau darauf ein, was neuronale Netze sind im Detail, aber wenn Sie das googeln, dann werden Sie feststellen, also das ist sozusagen das Rückgrat der modernen neuronalen Netzarchitektur und Anwendung, womit man in der Lage ist, wirklich kompliziertere Netze zu trainieren und dann entsprechend auch anzuwenden. 1982 war das Zeitalter der Recurrent Networks. Das waren dann neuronale Netze, mit denen Sie sequentielle Probleme lösen konnten, also zum Beispiel Text erkennen oder Temperaturdaten, Zeitreihendaten. Also es hat sich ein ganz, ganz neuer Anwendungsbereich erschlossen durch die Recurrent Networks. Dann fing das Zeitalter dieser Spiele an. Es ist sehr spannend, sich anzuschauen, wie dann der Watson bei Jeopardy gewonnen hat gegen die besten Spieler der Welt. Schach hatten wir vorher schon, Backgammon, das sind so Themen, die da waren. Convolutional Neural Networks ist eine Technologie, wo sie sehr stark auf Bildverarbeitung gehen. Das ist, hat dann auch viele neue Möglichkeiten geschaffen. 2005 kamen die ersten intelligenten Assistentinnen. Das ist dann eher so die Anwendungsseite. Generative Networks 2014, das sind neuronale Netzarchitekturen, die auch Sachen produzieren können. Das heißt also, es gibt keine Prediction, was sozusagen
passiert im Sinne von Zeitreihen oder was sozusagen als Problemlösung vorgeschlagen wird von der KI, sondern diese generativen Netzwerke, die können zum Beispiel Fotos erzeugen, die können Videomaterial erzeugen, etwas, was heute in der Spielindustrie sehr stark genutzt wird, um Texturen zu machen. 2016 AlphaGo. AlphaGo ist eigentlich ein technischer Durchbruch, das war auch eine KI-Pipeline, also nicht nur ein Netz, sondern ganz, ganz verschiedene Module, die da zusammengesetzt wurden. Ein Spiel, was sehr, sehr komplex ist, wo auch die menschlichen Spieler später dann von der KI gelernt haben. Das heißt also, die AlphaGo hat das Spiel Go in dem Sinne verändert, weil die menschlichen Player dann einfach neue Strategien sich abgeguckt haben von der Maschine, die es gewonnen hat. Libratus, ganz, ganz spannend, eine Poker-KI, die jetzt vor einigen Jahren rauskam. Das hat das insofern verändert, weil bei den ganzen Spielen, die wir vorher hatten, war komplett die Information vorhanden, also sehr, sehr deterministisch, kein Zufallsprinzip. Und Poker ist natürlich davon geprägt, dass man nicht ganz genau weiß, was die nächste Karte, die man kriegt, was haben die anderen Player sozusagen auf der Hand. Das ist auch gelöst von KI. Und wir haben nochmal das Thema Dactyl. Recherchieren Sie das, wenn Sie Langeweile haben, mit aufgenommen, dass eine Roboterhand, die kann also Rubik Cubes von alleine lösen. Und wir haben das als Beispiel mitgebracht, um einfach zu zeigen, dass KI nicht nur etwas ist, was bisher in den Computern existiert und dann sozusagen über die Menschenschnittstelle in die reale Welt kommt, sondern dass schon reale Handlungen von KI durchgeführt werden können. Da wird noch viel kommen. Wenn wir auf die nächste Folie gehen, dann wollen wir eigentlich so ein bisschen darüber sprechen, wie kann man eigentlich KI verstehen? Und eine gute Analogie ist immer, man stellt sich das als Funktion vor, also wie in der Mathematik. Also Sie haben auf der einen Seite Zahlen, die schmeißen Sie jetzt in eine Funktion rein und am Ende des Tages kommt ein Ergebnis raus. So, wenn man das jetzt ein bisschen weiterdenkt, dieses Paradigmen, dann sind wir eigentlich bei sogenannten regelbasierten Systemen. Das heißt, Sie können eigentlich andere Sachen reinschmeißen. Das sind dann Expertensysteme, wo Sie beispielsweise kodifizieren, in welcher Form man erkennt, dass man bestimmte Krankheiten hat. Und dann kann ich in diese Funktion auch Text reinschreiben, also Symptombeschreibung von Patienten. Und wenn wir dann eine Ebene noch weitergehen, dann haben wir eigentlich das Spektrum, was die KI abdecken kann an dieser Stelle. Also der Input ist eigentlich überhaupt nicht beschränkt. Das heißt, wir sind in der Lage, eigentlich alles zu verarbeiten, was irgendwie vektorisiert werden kann, und der Output kann auch alles sein. Also kann nicht nur Zahlen sein, kann Text sein, kann Musik sein, können Bilder sein, können hierarchische Strukturen sein. Das ist so, wie man sich KI vorstellen kann. Also KI hat eine extrem breite Anwendbarkeit. Wenn wir eine Folie weitergehen, dann ist es so, dass die KI heutzutage sehr, sehr leicht implementierbar ist durch Frameworks, die da sind. Also es ist nicht etwas, wo man sagen muss, man muss jetzt hier 10 Jahre abtauchen in irgendwelche komischen Szenen bei irgendwelchen Freaks. Das ist eigentlich schon Commodity geworden. Also die bekanntesten sind beispielsweise TensorFlow, Scikit-Learn. Das sind also Programmierlibraries, Bibliotheken, mit denen Sie sehr, sehr schnell eine technische Architektur aufbauen können, mit dem Sie dann KI-Modelle realisieren können. Wir haben auf der rechten Seite einmal Beispielcode reingepackt. Das ist auch der einzige Code, den wir heute zeigen, für ein Linear Regression Modell. Also Sie sehen, wie viel Zeilen Code man braucht. Man eigentlich nur diese 14 Zeilen oder was da ist. Und Sie können dann über dieses Framework Select Model, können Sie die Architektur, das Modelltyp auswählen. Und mit einer Zeile können Sie das dann trainieren. Of course, Sie müssen die Trainingsdaten haben und Sie müssen die Zielfunktion dann auswählen und können das dann machen. Aber die Botschaft an der Stelle, Implementierung von KI-Piloten ist relativ simpel. Keras haben wir in die Mitte gestellt, weil das ein Meta-Framework ist, was sozusagen nochmal eine Abstraktionsschicht draufpackt und Ihnen ermöglicht, dann Modelle zu beschreiben, die dann in Scikit-Learn oder TensorFlow entsprechend umgesetzt wird. Also wenn das zu technisch an dieser Stelle ist, keine Sorge, das ist also wirklich alles relativ einfach geworden heute, dank dieser entsprechenden Bibliotheken, die es da gibt. Wenn wir noch einmal weiterschauen, dann haben Sie das Verständnis, wie wir jetzt sozusagen in Unternehmen KI einsetzen. Wir fangen immer mit dem Prozess an. Das heißt also, wir schauen uns eigentlich den End-to-End-Prozess von einer Thematik an, und Supply Chain Management ist so ein End-to-End-Prozess. Und wir fragen uns, an welchen Stellen
müssen dann Entscheidungen beispielsweise getroffen werden, an welchen Stellen können Daten oder KI eine Rolle spielen, einen Wertbeitrag in diesem Prozess liefern. Und wenn wir das gemacht haben, und da haben meine Kollegen gleich noch ein Beispiel aus dem SCM-Bereich, sehr, sehr konkret, welche Anwendung es über den End-to-End-SCM-Prozess gibt, dann kann man sich überlegen, welche KI-Technologien sind eigentlich in der Lage, das zu lösen. Und bei KI gibt es verschiedene Technologien. Also neuronale Netze ist eigentlich das bekannteste. Das ist das, was in der Mainstream auch ziemlich breit getreten wird. Es gibt aber noch andere Ansätze. Das sind evolutionäre Algorithmen, also beispielsweise genetische Algorithmen, die in der Lage sind, sehr, sehr komplexe Probleme zu lösen, die ein Mensch also alleine nicht lösen kann. Dann haben wir das große Feld der Statistik, also statistische Verfahren, mit denen man sehr, sehr, sehr viel machen kann, auch gerade in Unternehmen, wo man sehr, sehr geniale, einfache statistische Modelle nutzen kann, um so einen Prozess zu unterstützen. Und das nächste Tree-based Learning, das heißt also, wo man so ein strukturelle Modelle hat, wo man bestimmte Sachen lernen kann, die auch sehr, sehr einfach zu implementieren sind im Vergleich dann zu komplexeren Deep Neural Networks an der Stelle. Wenn man dieses KI-Repertoire auf der einen Seite hat und den Prozess in der Mitte, dann muss man natürlich dann auch die Voraussetzungen schaffen. Die Voraussetzung ist, dass ich weiß, was will ich mit der KI anstellen. Die zweite Voraussetzung ist, dass ich die entsprechenden Daten habe und nicht für jedes neuronale Netz, nicht für jeden genetischen Algorithmus brauchen Sie viele Daten. Also es hängt immer dann so ein bisschen davon ab, was Sie da planen. Also es gibt auch Anwendungen mit relativ wenig Daten, zum Beispiel One-Shot-Learning, wenn Sie das recherchieren wollen. Und wenn Sie die Daten haben, dann ist natürlich die Frage, wie macht man das Deployment? Und das ist natürlich gerade bei Unternehmen dann der kritische Punkt, wie skalieren Sie das? Also wie stellen Sie diesen Piloten weltweit der Organisation zur Verfügung? Wie binden Sie das an die Datensysteme an? Welche Rolle spielt dann die IT? Und wie kriegt man das dann einfach skaliert? Genau. Das ist das, wo wir denken. Und das soll so ein bisschen die Basis dafür sein, wie wir jetzt im Bereich SCM über KI sprechen. Und an dieser Stelle würde ich wieder übergeben. Ja, vielen lieben Dank, Michael. Ich habe die Freude, das zweite Kapitel einmal vorzustellen, und zwar die Herausforderungen im Supply Chain Management und Lösungen durch KI. Bevor wir da konkret drauf eingehen, würde ich ganz gerne mit einer kleinen Umfrage starten, um ein Bild davon zu kriegen, wie KI aktuell bei Ihnen im Unternehmen verankert ist. Dazu starte ich gleich eine Umfrage und dann haben Sie 45 Sekunden Zeit, die Antwortmöglichkeiten zu wählen. Es ist eine Multiple-Choice-Umfrage, sprich Sie können auch mehrere wählen, und die Auswertung schauen wir uns im Nachgang dazu gemeinsam an. Gut, ich habe die Umfrage jetzt gestartet. Sie haben jetzt die Zeit, die Antwortmöglichkeiten auszuwählen. Okay, wunderbar. Ja, wir sehen ein relativ klares Bild. Antwortmöglichkeit 1 und 2. KI spielt aktuell keine Rolle in meinem Unternehmen und KI-Use Cases werden aufgebaut und umgesetzt. Also sprich, Sie nutzen KI punktuell in Ihrem Unternehmen für KI-Use Cases. KI ist aber in der Regel noch nicht strukturell in der Organisation verankert, sowohl in Form von KI-Science Labs als auch in der Strategie, um dem Thema noch mehr Gewicht zu verleihen. Jetzt müssen Sie wieder meinen Bildschirm sehen. Wenn wir uns das Ganze nun einmal auch aus statistischer Seite anschauen und uns angucken, letztes Jahr anhand einer Umfrage, wie denn die deutsche Unternehmenslandschaft aussieht, dann stellen wir fest, dass Unternehmen mit einer Mitarbeitergröße von ab 100 Mitarbeitern und einer Umfragegröße von 555 Unternehmen in Deutschland diese Frage auch beantwortet haben, ähnlich wie Sie, sogar noch ein Stück weit zurückhaltender, dass sie nämlich nicht KI in ihrem Unternehmen flächendeckend nutzen. 86% sagen, nein, mit KI habe ich erstmal nichts am Hut. Und nur jedes achte Unternehmen sagt, ich nutze aktuell KI in meinem Unternehmen. Also auch da ist die deutsche Unternehmenslandschaft noch sehr zurückhaltend, was KI-Use Cases in der Umsetzung angeht. Wenn wir allerdings die gleichen Unternehmen einmal fragen, ob sie glauben, dass KI das bestehende Geschäftsmodell disruptiv verändern wird, dann sehen wir ein Stück weit anderes Bild und stellen fest, dass fast 50% sagen,
Ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass KI mein Geschäftsmodell verändern wird. Und dass die Strategie dahin gehen muss, KI auch im Unternehmen zu implementieren. Also Wahrnehmung, KI ist wichtig, Use Cases bereits im Unternehmen sind noch nicht so stark vorhanden. Jetzt ist die Frage, in welchem Bereich kann KI denn das größte Potenzial entfalten? Und dazu sehen wir hier auf der rechten Seite die Top 10 Anwendungsgebiete, die KI bieten kann. Und wir sehen das Supply Chain Management, die Supply Chain Optimierung ganz oben und stellen fest, dass wir im Jahr 2019 einen Einfluss von circa 9 Milliarden Euro auf die deutsche Wirtschaftsleistung durch KI-Use Cases haben. Und es ist prognostiziert, dass wir 2030 mit 98 Milliarden Euro und KI-Anwendungsbereichen die Supply Chain optimieren können und haben aus dem Grund einen Fokus auf Supply Chain-Themen und sehen auch aus dem Grund, dass KI-Use Cases im Supply Chain-Bereich am größten Potenziale heben kann und die größte Durchschlagskraft haben. Wo liegen denn insbesondere die Chancen von KI-Anwendungen im Supply Chain-Bereich? Wir haben uns dazu eine Vielzahl von Use Cases angeschaut und gesagt, auf welche Bereiche zielen die denn ab? Und wir sehen hier einmal die Aufschlüsselung in die Planungsprozesse, also insbesondere KI in der Planung meiner Supply Chain, in der Planung von meiner Beschaffung, von meiner Herstellung und von meiner Lieferung, hat KI einen besonders hohen Stellenwert. Die Kernprozesse, Beschaffung, Herstellung und Lieferung haben ebenso einen großen Einfluss durch KI, sei es durch Datenverarbeitung in der Produktion wie Predictive Maintenance oder im Demand Forecasting für die Beschaffung. Und im Bereich der unterstützenden Prozesse liegen aktuell noch nicht so viele KI-Use Cases vor, sondern das wird ein Wachstumszweig für die Zukunft sein. Wenn wir uns auf der anderen Seite mal anschauen, welche Anwendungsgruppen der künstlichen Intelligenz denn im Schwerpunkt sind, dann sind das vorwiegend drei. Dann ist das einmal intelligente Assistenzsysteme, die den Mitarbeiter dabei unterstützen, seine Routinen zu verbessern durch das Bereitstellen von Informationen, beispielsweise durch Augmented Reality-Brillen bei der Wartung, wo dem Mitarbeiter Informationen eingespielt werden und Handlungsempfehlungen gegeben werden. Das sind aber auch Use Cases für das Ressourcenmanagement, insbesondere bei den Fahrzeugflotten in der Distribution, wo man über die Nutzung von Telemetriedaten und anderen Fahrzeugdaten die Routen optimieren kann und so seine Einsatzplanung verbessern kann. Der Bereich Predictive Analytics, der immerhin mit 16% noch zuschlägt, ist auch ein schwerwiegender Fokus für beispielhaft das Demand Forecasting. Dort werden historische Daten verwendet, die dann im Rahmen von mathematischen Modellen verarbeitet werden und dann Muster erkannt werden und diese Regeln und Muster, die in den historischen Daten erkannt wurden, dann auf die Zukunft in Form von Trends gemappt werden, um dann saubere und valide Vorhersagen zu treffen. So, was haben wir denn für ganz konkrete Use Case? Ich habe jetzt ein Stück weit auf der abstrakteren Ebene gesprochen. Ich möchte Ihnen jetzt nochmal drei Beispiele zeigen, wie wir bei der Unity gemeinsam auch mit der Next Use Cases in konkreten Projekten umsetzen. Und zur Beschreibung von KI-Use Cases sind zunächst mal drei Bedingungen notwendig, um diesen Use Case zu beschreiben. Das ist unsere sogenannte 3 plus 1 Regel. In einer Form müssen wir die Technologie beherrschen. Also sprich, wir müssen wissen, welche technologischen Möglichkeiten wir haben, die eine gewisse Funktion im Prozess erfüllen. Das kann im Rahmen der KI ein neuronales Netz beispielsweise sein. In einem zweiten Baustein müssen wir wissen, wie die Anwendung aussieht. Sprich, darunter sind konkrete, zielgerichtete Einsatz der Technologie zu verstehen, weil der Technologie an sich keinen Selbstzweck hat. Wir müssen klar beschreiben, wie der Nutzen aussieht und müssen auch dann einen Kunden oder eine Industrie haben, für die dieser Use Case zutrifft. Vorweg schauen wir uns einmal die Herausforderung an, um zu beschreiben, was eigentlich der Use Case nachher für ein Nutzen, eine Anwendung und eine Technologie
hat, um diese Herausforderung zu bewältigen. Der erste Use Case beschreibt einen Fall in der Intralogistik. Insbesondere geht es um das Leerbehältermanagement eines Unternehmens und auch seiner Lieferanten im weltweiten Verbund. Und der Kunde, mit dem wir das Projekt entwickelt haben, hat verschiedene Herausforderungen. Zum einmal die Planung und Steuerung seiner Behälter im Unternehmens- und Lieferantennetzwerk. Und er muss natürlich sicherstellen, dass die Behälter, die für die Produktion und für den Transport notwendig sind, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und in der richtigen Menge zur Verfügung stehen. Und hat neben den Punkten der Disposition auch ein Anliegen, seine Transportplanung zu optimieren und seine Transportfahrzeuge maximal auszulasten und sicherzustellen, dass die Transportkosten minimiert werden. Die Technologie, die wir in diesem Use Case angewandt haben, ist zunächst mal eine Schnittstelle zu schaffen zu dem System, um die Daten abzugreifen. Sprich, wir haben mit dem Kunden die Daten identifiziert, die wir brauchen. Wir haben uns überlegt, in welchem System die stecken und haben dann über APIs, also über Schnittstellen, das Altsystem bei dem Kunden angezapft, die Daten uns zur Verfügung gestellt und in einem Cloud-Mikrosystem aufbereitet. Sprich, wir haben die Daten rübergezogen, wir haben die auf eine eigene Serverstruktur behoben und dort die mathematischen Modelle aufgesetzt und die Daten anhand der mathematischen Modelle verarbeitet und dann diese Daten auch wieder über die Schnittstelle in das Altsystem zurückgetragen. Als Technologie haben wir Predictive Analytics eingesetzt und neuronale Netzwerke. Die Anwendung, ja, was wurde eigentlich mit den Daten gemacht? Wir haben durch die Daten Erkenntnisse gewonnen und zwar konnten wir das Bestellverhalten einmal der Lieferanten analysieren. Das ist noch keine Rocket Science, das ist aber die Basis für die aufbauenden Use Cases. Wir konnten die Ermittlung optimaler Sollbestände festlegen von den Behältern, einmal je Lieferant, also all das, was außerhalb des Unternehmensnetzwerkes ist, und sowohl auch die Standorte innerhalb des Unternehmens und das Ganze unter der Berücksichtigung von den Lieferzeiten und Teilebedarfen. Und wir konnten auf der Basis die Transportplanung optimieren, indem wir die Bedarfe gebündelt haben und die Transportkapazitäten und die Bedarfe gemappt haben. Der größte Nutzen für den Kunden war einmal die Reduktion vom manuellen Aufwand in der Disposition, also sprich das, was vorher ein Mitarbeiter manuell durchgeführt hat in Form von Systemen und Excel-Tabellen, konnten wir automatisieren, konnten die Daten abspielen, konnten die Daten zurückspielen und haben immer noch die Verantwortung für die Sollbestände und für die Transportplanung beim Mitarbeiter. Also sprich, der Mitarbeiter bekommt eine Empfehlung, was er machen soll und kann dann auf der Basis entscheiden, ob er dieser Empfehlung folgen möchte oder nicht. Wir konnten eine Senkung der Bestände erzielen, und zwar durch die Erhöhung der Umlaufgeschwindigkeit. Sprich, wir haben insgesamt den Gesamtbestand an Behältern reduziert und dadurch auch den zukünftigen Invest für neue Behälter reduziert. Und wir konnten die Transportauslastung steigen und damit einhergehend die Transportkosten für die Transportfahrzeuge senken. Jetzt ist dieser Use Case sehr gut übertragbar auf unterschiedliche Industrien. Er hat immer dann besonders hohes Potenzial, wenn produzierende Unternehmen sich mit Mehrwegbehältern auseinandersetzen und wir sehr komplexe Lieferstrukturen haben. Aber auch für kleinere Unternehmen, die diesen Case rein auf die Intralogistik beziehen, geben sich schon deutliche Potenziale. Ein zweiter Use Case, den ich Ihnen heute mitgebracht habe, ist fokussiert sich auf die Produktion und beschreibt ein intelligentes Packen in der Möbelfertigung. Also ganz konkret geht es in diesem Use Case um Platzsparen und effizientes Packen von Bauteilen in der Möbelfertigung. Und zwar nach der Produktion und vor dem Einlagern. Ich habe auch nachher ein kleines Video dazu, dann wird das nochmal deutlicher. Was waren die Herausforderungen von unserem Kunden?
Der Kunde ist in einem stark individualisierten und variantenreichen Produktumfeld, hat relativ hohe Durchsatzschwankungen über den Tag hinweg an seinem Output und hat eine große Schwierigkeit, dass er sehr hohe Volumina in seinen Produkten hat und nur eine geringe Lagerfläche, sodass er sich ein dichtes Packbild auf seiner Transportpalette wünscht. Und diese in Form von einer cleveren Packlogik, cleveren Packsystematik umsetzen möchte. Technologien, die wir genutzt haben, sind einmal Sensoren und Kameras zur Erfassung von den Abmaßen von bekannten als auch unbekannten Bauteilen und dann die Verarbeitung von diesen Daten in einem Algorithmus zur optimalen Stapelung von den Bauteilen. Sie können sich das so vorstellen, dass die Bauteile über ein Förderband transportiert worden, die Sensoren und Kameras diese Bauteile kontinuierlich erfassen und dann der Stapelalgorithmus berechnet, wie die optimale Stapelabfolge für die Bauteile auf der Palette ist, um ein maximal dichtes Packbild zu erhalten und entsprechend die Lagerfläche zu minimieren. Wir haben noch ein paar Roboter, die die einzelnen Bauteile sortieren und dann entweder dieses Bauteil bereits auf eine Palette legen oder in einem Sortierspeicher zwischenpuffern. Und der Prozess, der läuft vollautomatisch, sprich es gibt keinen Mitarbeiter, keinen Werker mehr, der dort eingreifen muss. Den Nutzen, den wir erzielen konnten, ist einmal eine maximale Palettenflächennutzung und eine Minimierung der Lagerfläche. Wir haben keine aufwendige Zwischenlagerung mehr von den Bauteilen und wir haben eine hohe Automatisierung und ein minimales Handling von den Bauteilen. Und es ist insbesondere für Industrien mit Produkten, mit sehr vielfältigen individuellen Produkten relevant und vor allem mit hochvolumigen Produkten, da wir hier dieses, ich nenne es jetzt mal Tetris spielen und das gemeinsame Packen von Bauteilen ideal ausnutzen können. Ich habe Ihnen noch ein kleines Video versprochen. Hier sehen Sie mal systematisch, wie sowas aussieht. Hier sehen Sie auf dem Förderband die einzelnen Produkte entlangfitschen und wir haben hier rechts die Paletten und die Roboter sind so programmiert, dass sie die Produkte erfassen und auch wissen, was an Aufträgen für den Tag noch reinkommt und ein ideales Packbild für die Paletten herstellen, sprich ein Material, was unten aufliegen muss, wird direkt aufgelegt, ein Material, was aktuell noch nicht passt, wird im Sortierspeicher zwischengelagert und dann zum gewissen Zeitpunkt, wenn es passt, auf die Palette gelegt, sodass wir zum Schluss ein dichtes Packbild erzielen können. Dann habe ich Ihnen noch einen letzten Use Case in der Distribution mitgebracht. Das betrifft das Flottenmanagement in der Distribution und in diesem Case geht es ganz konkret um die Einsatzplanung von Transportfahrzeugen in der Distribution. Die Herausforderung, die unser Kunde hatte, war es, dass die Fahrzeugflotte effizient verplant werden muss. Einmal im Sinne einer Einsatzplanung und einmal aber auch im Sinne der Terminierung der Wartungsaktivitäten. Also jedes Fahrzeug muss zu einem gewissen Zeitpunkt gewartet werden und dadurch entstehen hohe Stillstandszeiten und hohe Leerzeiten. Und wir haben mit dem Kunden eine Logik entwickelt, sodass wir maximale Auslastung haben und das Fahrzeug zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bereitsteht. Was haben wir dafür genutzt? Wir haben einmal Telemetriedaten dafür verwendet. Das sind technische Betriebsdaten vom Fahrzeug, wie der Kraftstoffverbrauch, der Verschleiß von Bauteilen, wie bei der Bremse zum Beispiel, und haben die gemeinsam gematcht mit den Auftragsdaten. Wir haben uns Technologien wie Big Data Analytics bedient. Wir haben aber auch ganz klassische Sachen, Stochastik und Korrelationsmodelle angewandt, die jetzt gar nicht so stark KI getrieben sind. Haben aber auch hier auf neuronale Netze gesetzt, um lernende Mustererkennung zu gewinnen und die Daten, die über die Telemetriedatenerfassung reingehen und über die Auftragsdatenerfassung reingehen, die in dieser Mustererkennung umzusetzen. Wie sieht denn die Anwendung von diesem Use Case aus? Also zunächst mal haben wir es in diesem Use Case, war eine Herausforderung zu sagen, wir zapfen jetzt zwei unterschiedliche Datensilos an. Also wir gehen einmal auf die Fahrzeugdaten,
die über die Telemetrie erfasst werden und einmal über die Auftragsdaten. Viele Unternehmen im Flottenmanagement nutzen entweder die Auftragsdaten oder die Telemetriedaten, um ihre Fahrzeugflotte, um die Planung zu machen. Der große Vorteil ist allerdings, diese Daten mal zu verknüpfen und zu sehen, was kann ich denn dort für Informationen rausziehen und was kann ich denn da für neue Informationen gewinnen. Wir haben diese Daten gemeinsam zusammengesetzt und verarbeitet und konnten dann auf der Basis die Wartungsaktivitäten terminieren, also sprich, wann muss mein Fahrzeug in die Wartung gehen, um seine Bremsbeläge zu erneuern, konnten die terminieren und konnten die Fahrzeugeinsätze anhand der Fahrzeugauslastung der Transportrouten optimieren, zwei losgelöste Themen, und haben die zum Schluss zusammengeführt, sodass wir eine Einsatzplanung haben, die sowohl auf die Fahrzeugaktivitäten als auch die Fahrzeugeinsätze abgestimmt ist. Der Nutzen ist einmal Transparenz über die Wartungsstatus der Fahrzeuge zu bekommen, die Auslastung der Fahrzeuge zu steigern und damit mehr Volumen zu transportieren und die Fahrzeugverfügbarkeit zu steigern und die Optimierung der Fahrzeugeinsätze und der Wartungsintervalle. Dieser Use Case ist eigentlich für alle Logistikdienstleister relevant, die eine große Fahrzeugflotte haben und die vor Fragestellungen stehen, wie plane ich meine Fahrzeuge für die Routen und wie plane ich meine Wartungsintervalle für meine Fahrzeuge ein. Jetzt habe ich noch eine letzte Folie für Sie. Wir haben uns jetzt auf den letzten Folien verschiedene Use Cases angeschaut und es gibt zahlreiche KI-Use Cases im SCM von der Produktion, Beschaffung, Distribution. Und Sie müssen für sich jetzt entscheiden, was ist denn aus Unternehmenssicht für mich die Use Cases, die ich fokussieren sollte. Und dafür sehen Sie hier einmal eine Matrix, eine Priorisierungsmatrix auf der Y-Achse mit der Dimension Attraktivität. Sprich, Sie sollten diese Use Cases einmal bewerten im Sinne einer Strategiekonformität. Am besten wäre es, Sie hätten schon eine KI-Strategie und können sagen, dieser Use Case passt zu meiner KI-Strategie. Falls nicht, sollten Sie sich überlegen, in welche Richtung möchte ich mich denn mit meiner KI entwickeln? Wie sehen meine Ziele dazu aus? Und passt denn dieser Use Case zu meinem Zielsystem? Das Thema EOI, also Nutzen-Kosten, das sollte in keiner Betrachtung fehlen. Klar, Sie müssen sich mal überlegen, wie hoch ist denn mein Amortisationszeitraum für diesen Use Case im Sinne einer Kosten-Nutzung-Betrachtung und kann ich denn diesen Use Case auch skalieren? Was wir oft festgestellt haben, ist, dass wenn man sich einem Use Case über den Prozess nähert, dass wir punktuell Probleme damit beheben und Lösungen finden. Der zweite Schritt muss aber sein, zu sagen, ich übertrage diesen Use Case und die Systematik auf andere Prozesse und kann damit skalieren und habe aber nicht deutlich mehr Aufwand. Auf der X-Achse sehen Sie den Umsetzungsaufwand, der sich in vier Dimensionen niederschlägt. Da geht auch mein Kollege gleich nochmal drauf ein. Das eine ist das Thema Daten. Sprich, Sie müssen mal schauen, sind die Daten denn verfügbar? Und wenn ja, wie kriege ich sie denn aus meinem Altsystem raus, um dafür KI-Algorithmen zu nutzen? Das zweite sind Methoden und Modelle. Weiß ich bereits, welche Methoden ich anwenden möchte? Kenne ich bereits die Modelle oder muss ich mir das Know-how womöglich einkaufen? Der dritte Bereich beschreibt die IT-Architektur im Sinne eines Deployments. Also kann ich meinen KI-Use-Case in meiner eigenen Architektur deployen? Oder nutze ich eine Cloud-Struktur von einem Partner, um dort meinen KI-Use-Case zu nutzen, dort die Rechnerkapazität zu nutzen und spiele dann die Informationen wieder in meine bestehende Architektur zurück. Und das dritte Thema, was das aus unserer Sicht einer der größten Herausforderungen ist, ist das Thema Mitarbeiterbefähigung. Also tatsächlich den Leuten das Wissen zu geben, wie mit KI umzugehen ist, und die auch dahingehend zu befähigen, solche Use Cases zu identifizieren. Wenn Sie nun für sich Ihre Use Cases priorisiert haben und im Unternehmen noch keine eigene
KI-Abteilung oder die Organisation um KI noch nicht aufgebaut haben, dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, über bestehende KI-Anbieter diese Use Cases und das Know-how einzukaufen. Und meine Empfehlung ist es gerade bei Use Cases, die Commodity sind, diese nicht versuchen selber zu bauen, sondern über bestehende KI-Anbieter in ihr Unternehmen reinzuholen, und Use Cases, die ihnen einen USP, also einen Wettbewerbsvorteil schaffen, die eigens zu entwickeln oder auch da sich mit einem Unternehmen zu partnern und dann gemeinsam diesen Use Case zu entwickeln und bei ihnen zu implementieren. Das war es auch zum Thema SCM-Herausforderungen und Lösungen durch KI-Use Cases. Und dann würde ich gerne abgeben an meinen Kollegen und freue mich auf das letzte Kapitel. Ja, herzlichen Dank, Benedikt. Wir machen nun weiter mit den Erfolgsfaktoren für die Umsetzung. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und beginnen bei den Umsetzungshürden. Und da sind Sie nun als Teilnehmer gefragt. Wir haben dort eine Kurzumfrage erstellt mit der Fragestellung: Was sind in Ihrem Unternehmen die größten Herausforderungen für KI-Use Cases? Und diese müssten Sie dann auch gleich eingeblendet sehen. So, genau. Die Umfrage kann nun beantwortet werden. Was sind in Ihrem Unternehmen die größten Herausforderungen für KI-Use-Cases umzusetzen? Fehlendes Anwendungs-Know-how am Prozess, eingeschränkter Datenzugriff, fehlende Ressourcen hinsichtlich Mitarbeiter oder Budget, datenschutztechnische Bedenken im Unternehmen oder auch fehlendes Anwendungs-Know-how am Geschäftsmodell. Ich sehe, die Fragen werden aktuell auch ausgewählt. Wir nehmen noch 10 Sekunden Zeit und dann sehen wir auch gleich schon das Ergebnis. Es bildet sich ein relativ klares Bild aktuell noch ab. So, wir übertragen die Ergebnisse. Genau, also der größte Teil sagt fehlende Ressourcen, also unzureichende Mitarbeiter oder Budget, die sich dem Thema KI widmen. Auffällig sind auch die Antwortmöglichkeit 1 und Antwortmöglichkeit 5, nämlich fehlendes Anwendungs-Know-how am Prozess und fehlendes Anwendungs-Know-how am Geschäftsmodell. Also das Thema Know-how ist wirklich ein eine sehr wichtige Umsetzungshürde, auf die wir gleich auch dann nochmal explizit eingehen werden. Ja, eingeschränkter Datenzugriff, datenschutztechnische Bedenken im Unternehmen, das sind Umsetzungshürden, die im Vergleich weniger wichtig zu sein scheinen. Was wir dort im Kundenumfeld merken, sind tatsächlich Projekte, die jetzt in dem Umfeld auch sehr, sehr stark in den letzten Jahren auch getätigt worden sind. Das entspricht auch diesem Bild, also Projekte im Bereich Cyber Security oder eben auch entsprechend Projekte im Bereich IT-Architekturmanagement oder Enterprise-Architecture-Management. So, wir haben Ihnen nochmal eine Studie mitgebracht, die jetzt ähnlich gelagert ist und auch nochmal auf die Umsetzungshürden bei KI in deutschen Unternehmen eingeht. Das ist eine Studie vom VDE, also Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik aus dem Jahre 2019. Und dort ergibt sich ein relativ klares Bild. Und zwar sagen 69% der Unternehmen, dass mangelndes Know-how in KI eigentlich so die wesentliche Umsetzungshürde ist. Ja, gefolgt von IKT-Infrastruktur mit 36%, Datenschutz und gesetzliche Hürden mit 43%, fehlende Geschäftsmodelle mit 36% und Budget mit 33%. Auf das Thema mangelndes Know-how in KI möchte ich jetzt nochmal ein bisschen expliziter eingehen und das nochmal mit 2 Aspekten reflektieren. Und zwar zum einen die fehlende organisatorische Verankerung im Unternehmen und fehlende Fähigkeit, Prozessanforderungen in KI-Modelle zu übertragen. Das sind beides Aspekte, die wir in unserem Kundenumfeld wahrnehmen. Wenn wir auf fehlende organisatorische Verankerung im Unternehmen eingehen, dann ist es ja häufig so, dass in den Bereichen Einkauf, Logistik, Supply Chain Management und Produktion ja häufig Mitarbeiter tätig sind, die natürlich die entsprechende fachliche Qualifikation aus den Fachbereichen
mitbringen, aber eben nicht die erforderliche KI-Kompetenz. Und diese ist tatsächlich sehr, sehr umfassend. Also wir sprechen dort über verschiedene Aspekte, wenn wir über KI sprechen. Dort gibt es das Thema Modellmanagement, Datenmanagement beispielsweise, aber ich muss mir natürlich auch Gedanken machen über das Thema Technology Stack. Und bei dem Modellmanagement geht es ja dann darum zu gucken, okay, wie kann ich mein KI-Modell aufbauen? Was sind korrelierende Inputgrößen, sowohl interne Daten als auch externe Daten? Das sind so die wichtigen Elemente dort. Im Bereich Datenmanagement muss ich natürlich gewährleisten, dass ich dort einen sauberen Datenzugriff ermöglichen kann. Ich muss auch mir auch Gedanken machen, wie ich diese Daten speichere, in welchen Töpfen die auch abgelegt und archiviert werden. Das sind alles relevante Fragestellungen. Und zu guter Letzt Technology Stack. Also ich muss mich entscheiden, welche Technologie ich für KI nutzen will, beispielsweise R oder Python. Die relevante Cloud-Architektur ist natürlich auch zu spezifizieren. Dann aber auch das Hosting-Modell und das Deployment. Also nutze ich beispielsweise kleine Container, die eben abgeschlossene Umgebungen für KI-Lösungen darstellen können. Das sind alles Themen, die dort beantwortet werden müssen. Und wenn wir uns all diese Aspekte angucken, dann sind das genau die Themen eben, wo sich Unternehmen Gedanken machen müssen, um solche Organisationen aufzubauen. In unserem Konzernumfeld vermerken wir, dass diese eben genau diese Kompetenzen aktuell aufbauen, nämlich in zentraler Form. Das bedeutet, man versucht dort einheitliche KI-Kompetenz aufzubauen in den verschiedenen Feldern. Und die Motivation ist dann, mit dieser KI-Kompetenz den Bezug zu dem Fachgeschäft und zu den Fachprozessen herzustellen und dort eben Optimierung in den Prozessen zu gewährleisten. Das ist auch der zweite Punkt hier auf der Folie, fehlende Fähigkeit, Prozessanforderungen in KI-Modelle zu übertragen. Meine Kollegen haben ja vorhin auch nochmal dargelegt, dass der Bedarf für KI-Anwendungen eben aus den jeweiligen Prozessen entstehen muss, um eben unmittelbaren Effekt in den Geschäftsprozessen zu ermöglichen. Und das ist jetzt die Herausforderung, die vor allen Dingen sehr, sehr große Unternehmen haben, nämlich diesen Bezug herzustellen aus den zentralen Abteilungen, die es in den Unternehmen gibt. Vehikel, die beispielsweise dort dann auch genutzt werden können, sind beispielsweise KI-Labs. Die können auch in anderen Organisationen auch anders heißen. Aber was man dort versucht, ist in relativ kreativer Umgebung eben die Symbiose zwischen den Fachbereichen und eben den KI- und IT-Verantwortlichen herzustellen. Genau, und je nachdem, wie groß mein Unternehmen ist und welche Kultur ich habe, können unterschiedliche Organisationsmodelle möglich sein, von einer Stabsstelle zum Thema KI, von zentralen Einheiten oder eben auch von KI-Verantwortlichen direkt in den jeweiligen Fachabteilungen zugeordnet sind. Was wir auf dieser Folie sehen, ist der KI-Impact-Radar. Und der Radar ist relevant, wenn wir neben der Implementierung vor allen Dingen uns Gedanken machen um eine Weiterentwicklung von KI und für die Nutzung von KI. Das Radar besteht aus vier Elementen: Use Case, Infrastruktur, Foundation und Strategie. Und im Grunde kann dieses Modell verstanden werden als Leistungsmodell, wo ich je nach Bereich mich weiterentwickeln muss und um den Effekt, die Benefits von KI eben zu vergrößern. Wir fangen mal oben links an. Dort haben wir das Thema Use Cases. Also welche Use Cases sind entlang meiner Prozesse relevant? Sind die Use Cases abgegrenzt oder habe ich prozessübergreifende Use Cases? Und wie ist das Use Case Portfolio? Das sind Elemente, die ich dort berücksichtigen muss. Und im Endeffekt muss ich ein klares Bild darüber haben, welche Use Cases für mein Unternehmen attraktiv sind und hinter welchem Use Case sich eigentlich welcher Aufwand verbirgt. Der zweite Bereich oben rechts, Infrastruktur. Dort geht es eben um die organisatorischen Fragestellungen. Also sind Umstrukturierungen notwendig, um die KI in der Organisation zu ermöglichen oder zu verbessern? Passt die Organisationsform entsprechend zu meiner Unternehmenskultur? Aber auch die letzten beiden Fragen sind sehr relevant. Welche Art von Fähigkeiten brauchen wir für das Use Case Portfolio? Und wie ist eben dieser Plan, diese Fähigkeiten aufzubauen? Das Thema Foundation, da geht es um Fragestellungen wie, welche Anforderungen hat das Use Case Portfolio an die Entwicklungsumgebungen? Wie kann ich die Use Cases, die Entwicklung der Use Cases beschleunigen? Wie kann ich diese skalieren? Und wie kann ich einen performanten und sicheren Datenzugang realisieren? Wir haben ja eben über standardisierte und homogene Entwicklungs-
Umgebungen wie beispielsweise R oder Python gesprochen, über die Cloud-Architektur, aber auch über Deployment-Lösungen. All das sind Themen, mit denen ich mich dort beschäftigen muss, um dort eben meine Kompetenz in dem Fall weiterzuentwickeln. Ja, und zu guter Letzt die Strategie, die alle drei Elemente verbindet. Wie sieht die Vision für das Thema KI aus? Was sind die langfristigen Ziele in der KI-Strategie? Und was sind die strategisch relevanten Suchfelder? Genau, wenn ich mich im Thema KI weiterentwickeln möchte und wenn ich großen Impact und großen Nutzen von KI erhoffe, dann muss ich mir eben Gedanken über alle diese Bereiche machen. Was wir in den letzten Jahren festgestellt haben, dass dort Unternehmen sehr klein anfangen mit sogenannten MVPs. Das heißt, sie versuchen einfach pilotartig KI-Use-Cases zu implementieren und dort erste Erfahrungen zu sammeln. Das ist auch ein sehr guter Start, um mit dem Thema zu beginnen. Aber wenn ab dem Zeitpunkt, ab dem ich versuche, diese Lösung in meinen Business-Prozess zu integrieren und auch weitere Use-Cases eben auch dann auch zu nutzen, ab dem Zeitpunkt spätestens muss ich mir Gedanken machen über die langfristige Verankerung der Use-Cases in meinem Unternehmen. Und dort sehen wir aktuell tatsächlich noch Lücken in den Unternehmen. Wir haben beispielsweise einen Kunden, der eine KI-Lösung im Bereich der Materialdisposition implementiert hat. Er kann mit dieser Lösung exakte Materialbedarfe auf Basis von historischen Daten und zukünftigen Daten vorhersagen. Und nach der anfänglichen Implementierung und Nutzung hat das Unternehmen nun zwei Herausforderungen. Die eine Herausforderung ist, dass man die Stammdaten, die als Inputgrößen auch eben in das System einfließen, dass man die weiter pflegt. Das Thema Dispositionsparameter und Wiederbeschaffungszeiten, das wird Ihnen sicherlich allen etwas sagen. Dort für stets aktuelle Daten zu sorgen, ist natürlich eine Herausforderung. Und wenn ich als Inputdaten keine sauberen Daten habe, dann kann ich mich auch auf das Ergebnis meiner Lösung natürlich dann auch nicht immer verlassen. Das zweite Thema ist dann natürlich die Weiterentwicklung und Nutzung von KI-Lösungen. Auch da muss ich mir Gedanken machen. Solche Recommender-Systeme leben eben immer davon, dass die Performance meines Vorschlags-Algorithmus dann auch immer stimmt. Das bedeutet, ich muss in regelmäßigen Abständen prüfen, wie ist die Performance meines Algorithmus, liefert das noch die erwünschten Ergebnisse, habe ich weiterhin einen sauberen Datenzugang. All das sind Fragestellungen, um die ich mich kümmern muss. Ich muss die Daten auch archivieren und nachverfolgen, gerade weil bei diesem Recommender- und Vorschlagssystem es ja immer auf das jeweilige Detail ankommt. Das bedeutet, um da Feintuning wirklich machen zu können, muss ich eben ganz genau verstehen, warum das Recommender-System oder das vorschlagende System eben die ein oder andere Empfehlung getroffen hat, um dort eben das System nach und nach zu verbessern. Und das zeigt eben, dass ein Beispiel dafür, dass es eben nicht ausreicht, einen Use Case zu implementieren. Ich muss für eine langfristige Verankerung mir eben Gedanken machen über Infrastruktur, über Foundation und auch über Strategie. Auf der nächsten Folie sehen wir nun die Lessons learned aus unseren Projekten und dort möchten wir Ihnen 5 Handlungsempfehlungen mitgeben. Die erste ist, setzen Sie sich mit KI auseinander. Aus unserer Projekterfahrung heraus ist es so, dass nun KI wirklich flächendeckend eingesetzt wird und dass es im Bereich des Supply Chain Management wirklich sehr viele Use Cases schon gibt. Und wir sprechen dort über eine Technologie, die sich in der Reifephase befindet und auch wirklich erprobt ist. Die zweite Handlungsempfehlung ist, orientieren Sie sich an Ihren Geschäftsprozessen. Der Bedarf für KI entsteht immer aus den Optimierungsmöglichkeiten, aus den Prozessen. Und ein wesentlicher Erfolgsfaktor in Projekten, gerade wenn man Use Cases identifiziert, ist es auch immer die Verfügbarkeit im Projekt von Fachkompetenz und auch von KI und IT-Kompetenz sicherzustellen. Damit kann man relativ früh sehr potenzialträchtige Use Cases identifizieren. Der dritte Aspekt, identifizieren Sie eine sinnvolle Umsetzung. Schauen Sie, ob Sie eine Commodity-Lösung brauchen, die es am Markt schon gibt, oder ob es sich hier dort um einen Anwendungsfall mit USP handelt, wo Sie auch eigene Ressourcenkompetenz mitbringen. Dort lohnt es sich eher dann in eine Eigenentwicklung zu gehen. Ja, Punkt 4, verankern Sie in Ihrer Organisation die KI. Abteilungen und Verantwortlichkeiten, die definiert sind, erleichtern dort sicherlich die KI-Implementierung, berücksichtigen dabei aber auch die nachfolgende Zeit, das bedeutet die Weiterentwicklung und Pflege ihrer KI-Systeme und Lösungen.
Und der letzte Punkt, erhöhen Sie evolutionär den Nutzen von KI. Der KI nutzen kann durch kontinuierliche Weiterentwicklung der KI-Kompetenz vergrößert werden. Wir haben ja eben über diese vier Felder vom KI-Impact-Radar gesprochen, Felderstrategie, Strategie, Use Cases, Infrastruktur und Foundation. Diese Punkte sollten auch immer mit betrachtet werden. Genau, wir kommen nun zur Zusammenfassung und zur Diskussion. Im ersten Aspekt haben wir gesehen, dass die KI im Unternehmensalltag angekommen ist und auch in industrieübergreifend Optimierungspotenzial bietet. Wir haben auch über die Herausforderungen im Supply Chain Management gesprochen. Dort ist es tatsächlich so, dass den bestehenden Herausforderungen im Supply Chain Management mit innovativen Lösungen im Bereich KI auch begegnet werden kann. Und im dritten Bereich Erfolgsfaktoren für KI-Umsetzung. Dort haben wir gesehen, dass dort ist es so, dass eine erfolgreiche Umsetzung immer von dem Geschäftsprozess ausgehen sollte und dass man bei der Implementierung auch immer die nachhaltige organisatorische Verankerung auch immer im Auge behalten sollte. So, wenn Sie mögen, dann haben wir auf unserer Homepage einen Bereich für künstliche Intelligenz eingerichtet. Dort finden Sie weiterführende Modelle, Rahmenwerke, aber auch Projektbeispiele, wo Sie sich informieren können. Dafür können Sie das QR-Code abfotografieren oder einfach auf unsere Homepage gehen und dort sich durchklicken. Genau, wir sind nun am Ende angekommen. Ich hoffe, dass wir Ihnen dass wir Ihnen auch nützliche Hinweise mitgeben könnten zum Thema KI im Supply Chain Management. Wir starten nun mit den Fragen und Antworten. Wenn Sie eine Frage haben, dann würden wir Sie bitten, einmal ihr das Handzeichen zu geben. Ansonsten können Sie auch Ihre Fragen in den Chat schreiben und wir würden sie dann auch beantworten. Genau, wir haben schon die ersten Fragen erhalten. Ich nehme mal vielleicht die erste auf hier. Gibt es Best-Practice-Ansätze, um KI organisatorisch zu verankern? Das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel KI-Use-Cases Sie haben und wie Sie sozusagen das über die Organisation verteilen. Also wenn Sie das flächendeckend einsetzen, dann ist es besser, das eher zu kapseln und als Center of Excellence der gesamten Organisation bereitzustellen. Wenn Sie aber einen Bereich haben, wie beispielsweise die Supply Chain, wo sehr, sehr viele KI-Piloten notwendig sind, dann macht es schon Sinn, das Know-how dann wirklich in diesen Bereich zu packen, dann domänenspezifisch Wissen zu nutzen und dann eben die Capabilities, die man braucht, also Modellierung zum Beispiel oder Deployment, dann punktuell von einer internen Organisation dazu zu nehmen oder sogar von extern zu sourcen. Genau, dann haben wir hier eine weitere Frage an dich gerichtet, Benedikt. Hallo Albers, welcher Mehrwert von KI gegenüber APS im Supply Chain Management kann gezogen werden? Vielen Dank für die Nachricht. Ich sehe es, genau. Ja, sehr gute Frage. Also im APS optimiert ja auch in Real-Time. Der Vorteil über KI ist, dass wir über neuronale Netzwerke das mathematische Modell noch weiter anlernen können. Also sprich, wir haben noch einen Funktionshub über den Zeit. Wenn die KI mit neuen Daten und Informationen gespeist wird, kriegen wir dann noch bessere und validere Ergebnisse, wohingegen eine APS einmal aufgesetzt wird und die dann die Qualität, die Ergebnisqualität hält. Es ist nochmal über die KI nochmal ein weiterer Funktionshub und eine Erweiterung von der Ergebnisqualität. Genau, dann gibt es noch eine weitere Frage, auch nochmal an dich adressiert, Benedikt. Hallo Herr Albers, verstehe ich es richtig, dass KI eher in Richtung von Echtzeitoptimierung geht versus Simulation über einigermaßen eingeschränkte Szenarien. Transportnetzwerke lassen sich nun nicht in Echtzeit anpassen. Wie sehen Sie das aus Ihrer Erfahrung? Vielen Dank für Ihre Notiz.
Gut, jetzt versuchen wir mal die ganze Frage zu merken. Ich habe es nämlich gerade nicht vorliegen. Ja, also KI kann für Echtzeit klar definitiv genutzt werden. Es ist in gewisser Weise eine Herausforderung, weil KI gewisse Leistungs- und Rechnerkapazitäten braucht. Sprich, Daten in Realtime bereitzustellen, die KI die Daten verarbeiten zu lassen und dann auch die Daten wieder in das System zurückzuspielen. Also sind entsprechende Rechnerkapazitäten erforderlich, die über einen Cloud-Service bereitgestellt werden können, die aber, wenn man es als eigenes Unternehmen macht, sehr schnell sehr teuer werden können. Wenn wir über Simulation sprechen und die Vorzüge von Simulation, dann denke ich sehr schnell an einen digitalen Zwilling, was ja auch eine Form von Simulation ist, sprich ein Netzwerk oder eine Produktion aus dem Realen in eine virtuelle Welt zu heben und dort in Realtime Simulationen zu machen. Und die beiden Themen, die schließen sich nicht aus, sondern ich kann auch innerhalb einer Simulation einen KI-Algorithmus, ein mathematisches Modell einfügen, was die Daten in Realtime verarbeitet, und habe so eine gute Ergänzung aus beiden Themen. Also die beiden Themen, die würde ich gar nicht separat betrachten. Okay. Zwei abschließende Fragen haben wir dann auch noch. Auch nochmal zum Möbel-Use-Case. Und zwar ist dort die Frage, welcher Mehrwert zum Beispiel gegenüber einer 2,5- bzw. 3D-Optimierungsalgorithmus konnte hier erzeugt werden? Das ist dort die Frage. Ja, das ist aktuell tatsächlich ein Projekt, wo wir noch aktuell dran arbeiten. Von daher darf ich da nicht zu viel verraten, was in dem Algorithmus drinsteckt. Und wir nutzen ja klassische mathematische Optimierungsmodelle da und reichern das auch hier mit einem neuronalen Netzwerk an, zur Mustererkennung und zum Lernen. Und versprechen uns von daher nochmal einen Evolutionsschritt weiter zu den klassischen mathematischen Modellen. Dazu können wir uns aber gerne auch nochmal bilateral austauschen, wenn wir dann nochmal in eine technische Diskussion gehen möchten. Okay, und eine letzte Frage, die noch an dich gerichtet ist, Benedikt. Zum letzten Use Case, handelt es sich beim Telemetrie-Cockpit um ein Echtzeitsystem für Disposition und Fahrer? Ja, die Telemetriedaten, die werden in Echtzeit bereitgestellt aus dem Fahrzeug. Das sprich, ich habe danach ein Cockpit und kann dann sehen, der aktuelle Kraftstoffverbrauch ist so und so hoch. Meine aktuelle Verschleiß von meinen Bremsen hat eine bestimmte Abnutzung und kann diese Daten nutzen, um dann meine Wartungsintervalle zu terminieren. Und das sind Echtzeitdaten, die in dem Cockpit zu sehen sind. Okay, und die letzte Frage, die jetzt hier noch drin war, war der organisatorische Ansatz und Best Practice aus Unternehmen. Michael, die Frage hattest du ja, glaube ich, vorhin ja auch beantwortet, richtig? Genau, ansonsten gibt es hier noch genau eine Dankessagung für den Vortrag. Vielen Dank. Genau, ich schaue noch einmal kurz durch, ob es Handhebungen gibt. Für eine Frage, die gestellt wird, dem scheint jetzt erstmal nicht zu sein. Genau, dann möchte ich mich noch einmal herzlich bedanken für Ihre Teilnahme. Nochmal kurz hinweisen auf das Feedback-Formular, was jetzt im Anschluss nochmal aufpoppt. Wir würden uns da sehr über Ihr Feedback freuen. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter übrig, als Ihnen allen schöne Grüße auszurichten aus Köln und einen angenehmen Nachmittag zu wünschen. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Grüße. Ciao. Tschüss. Tschüss.